Guten Morgen, Julian. Guten Morgen, hier aus Heidelberg vom Neckar. Vorne sieht man schon das Schloss und wir haben gerade 6 Uhr. Wir haben gerade einen kleinen Powerwalk gemacht, um ein bisschen Blut in den Kopf zu kriegen. Um ein bisschen Sauerstoff in den Kopf zu kriegen. Und ja, 6 Uhr? Ja, wir werden gleich einen guten Start in den Tag haben. 6 Uhr, Julian, du laberst doch. Nee, wir haben 14 Uhr und wir haben gestern ordentlich Gas gegeben. Wir hatten eine coole Party, hat richtig Spaß gemacht. Und ja, heute ein bisschen Hangover-Tag, aber kein krasser Hangover, keine Kopfschmerzen oder so. Alles im Maß gehalten, immer direkt nach jedem alkoholischen Getränk ein Glas Wasser getrunken und dann geht das auch wieder. Dann geht das. Aber perfekt. Jetzt habe ich einen riesigen Hunger. Worauf hast du Lust? Italienisch hätte ich Bock. Ja? Pasta, Salat, irgendwie sowas in der Richtung. Worauf hast du Bock? Ja, so ein Falafel oder ein Burger vielleicht. Oh, hätte ich auch Bock drauf. So ja, so ein bisschen was Fettigeres wäre vielleicht ein Perverses. Könnte man mal machen, oder? Aber erstmal sind wir hier in Heidelberg am Neckar. Genau, und gleich geht die Reise auch weiter. Wohin? Verraten wir noch nicht, oder? Ja, ich glaube, der aufmerksame Zuschauer weiß schon, wo es hingeht. Ja. Aber schauen wir mal. Dann später. Wird ein cooler Trip auf jeden Fall. Ja. Perfekt. Okay. Okay, suchen wir was zu essen. Clouds are rising, but they just bring a gentle breeze. You're always there to guide me through. I got no fear when I'm with you. No summer storm can bring us down. Together, we'll be safe and sound. Ja, hier können wir jetzt eigentlich mal eine Fallhöhe definieren für den Maha Lifestyle. Man sieht hier ein paar Objekte, ein paar Immobilien, die so in den Millionenbereich gehen. Marius, was meinst du? Ein Jahr. Willst du sowas haben, oder wie? Willst du es leisten können? Ja, ein Jahr finde ich ist sehr optimistisch. Ja. Aber optimistisch? Andere würden sagen, es ist viel zu klein gedacht, ja. Ja. Aber es ist schön hier. Auch wenn es gerade regnet und meine Frisur kaputt geht, natürlich nicht gut ist. Julian, aber du dennoch, alter Typ. Dennoch schön aus. Ja. Kann man schon mal machen. Ja, da vorne ist das Schloss. Sehr schön aus, das hier ist anscheinend die alte Neckarbrücke. Wurde mir gerade von Marius gesagt. Genau, ist so. Und ja, hier regnet relativ stark. Ein bisschen schade, aber jetzt für unseren Gemütszustand gar nicht so schlecht. Wir müssen auch wieder wach werden. Heidelberg kriegt einen Daumen hoch. Wenn sonnig ist, noch mehr. Auf jeden Fall. Wir waren auch gestern in der Bib. Das habt ihr ja auch gesehen im Vlog. Schon vom Feinsten hier. Also ja. Hier wird nicht gekrümelt. Oder gekleckert. Wie sagt man? Gekleckert. Sehr gut. Auch hier dieses Tor, sehr, ne? Ist natürlich. Teilreich. Ja, ist halt alles sehr alt. Ja. Alt, ehrwürdig. Ja, sehr schön. Perfekt. Glaube ich nicht der schlechteste Ort, um zu studieren. Das glaube ich auch nicht. So, so geht er nicht. So geht er nicht. Tschüss. Essen. Juhu. Richtig Hunger. Pommes. Du kriegst Süßkartoffelpommes eigentlich. Ja. Diese gehen jetzt hier an uns. Genau. Zack. Mayo. Und Mayo. Und dann gibt es Süßkartoffelpommes. Was hast du denn da für einen Burger? Ein Soho-Burger mit Barbecue-Soße. Oh ja, Süßkartoffel kommt. Perfekt, danke. Mit Cheddar, Bacon, Gurke, oh, Salat. Das sieht böse aus. Richtig pervers. Das ist genau richtig jetzt, ne? Soll ich mal reinbeißen? Ja. Auch ein cooles Papier. Oh.
Kann man machen, ne? Sehr gut. Delicious. Boah, jetzt habe ich eine Süßkartoffel, die heiß ist. Oh, cool. Kameramann in Not, heiße Süßkartoffel in der Hand. Haben wir noch Süßkartoffel mitgenommen? Ja, haben wir. Ja, wir hatten eigentlich bestellt, aber sind nicht gekommen. Ja. Burger war sehr gut, oder? Lecker. Ja. Ja. Liegt auch daran, liegt auch ein bisschen daran, dass wir so Hunger hatten, oder? Absolut. Aber war schon sehr, sehr gut. Ja. Hier Mahlzeit in Heidelberg. Was wolltest du sagen? Ich wollte es nicht unterbrechen. Ich finde es mal gut, wenn man einen Burgerladen aussucht, wo. Wir haben halt nur ein Geschäft. Das ist halt nur ein Geschäft. Und keine Kette. Kein Franchise, ne? Kein Franchise und ja. Und einfach keine Systemgastronomie. Sondern wirklich selbstgemachte, leckere Burger. Die waren echt gut. Ja, war super. Cool. Dann würde ich sagen. Letzten Meter hier in Heidelberg. Genau, brechen wir mal langsam Richtung Bahnhof auf. Genau, wir werden jetzt nach München fahren, morgen ISPO und habe mir gerade noch einen kleinen Kaffee gezogen, weil ich jetzt gleich die Zeit noch produktiv nutzen werde und Vollgas reinhasseln werde. Was trägst du denn eigentlich da? Das erste Mal im Video. Aber ich glaube, das ist nur so ein kleiner Sneak Peek, oder? Ja. Was du da trägst. Würde ich auch sagen. Okay. Ja. Okay. Wie geht's dir, Marius? Ja, gut. Ich freue mich auf das Schlafen im Zug. Sehr gut. Ja. Dann auf mit dem Zug. Auf geht's. So, jetzt in München angekommen. Bin ultra müde. Ich habe jetzt die ganze Zeit durchgearbeitet und ja, jetzt fahren Marius und ich zu unserem Hotel. Und ich glaube, wir haben sogar ein Fitnessstudio und Sauna im Hotel. Ja, wollen wir doch mal hoffen. Das ist auf jeden Fall angegeben. Das ist ja geil. Ja. Ultra geil. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wie können sich die Jungs das leisten? Gar nicht. Gar nicht. Also, wir sind dann in irgendwelche Pressekontingente von der ISPO reingerutscht. Ja. Und das ist super geil. Super gut. Ja, super. Ich freue mich so auf das Hotel jetzt. Vor allem, weil die Wege zur Messe dann so kurz sind. Also die letzten Jahre waren wir eher ein bisschen in der Stadt und müssen dann morgens anreisen. Und so haben wir es jetzt gut. So können wir morgens direkt auf die Messe fallen. Und wenn wir mal eine Pause brauchen, auch einfach ins Hotelzimmer. Genau, dann können wir kurz mal zwischen einem Termin mal schnell in die Sauna hüpfen. Ja. Kurz schwitzen gehen und dann geht's wieder frisch gestärkt, ausgeruht in den nächsten Termin. Genau. Okay, jetzt fahren wir mal mit der U-Bahn rüber, würde ich sagen. Ja. Und dann schauen wir mal, dass wir da vielleicht noch ein kleines Workout rausschmettern. So machen wir das. Auf geht's. Herzlich willkommen, Julian Mitting. Ja, anders geht's nicht. Standesgemäß. Das Zimmer sieht ganz gut aus. Ja, klassisches Konferenzzimmer, würde ich sagen. Ja. Klein, aber fein, ähnlich wie im Motel One. Die kenne ich sehr, sehr gut. Da war ich schon in sämtlichen drin. Oh, hier Dusche. Sieht fein aus. Föhn, alles am Start. Hier nochmal getrennt ein WC. Und Do Not Disturb, ganz, ganz wichtig. Damit wir hier auch in Ruhe unsere Videos schneiden können. Genau. Und jetzt kommt gleich der wichtigste Check, und zwar das WLAN. Oh ja. Hoffentlich funktioniert das. Das haben wir gar nicht gefragt. Das machen wir gleich mal noch. Das müssen wir jetzt machen, ja. Okay. Okay. Auf geht's. Los geht's. Hallo Julian. Hallihallo. Jetzt hier im Fitnessbereich angekommen mit dem Wiesenhof-Putzler. Servus, Glitzi. Hi Basti, auch bereit für die ISPO? Natürlich, direkt im Jumpsuit unterwegs. Die ganze Maha-Crew am Start. Genau, aber keine Kohle für den Friseur, ey. Ja. 24-7 am Arbeiten. Ich werde fertig gemacht. ja, der Fitnessbereich ist ganz cool so. Hier so ein bisschen Cardio-Geräte.
Ja, Kurzhanteln bis 20 Kilo und hier schön Gewichte, können wir alles gut trainieren, kann man auch schwer trainieren, aber wir haben jetzt gerade keine Zeit, wir haben jetzt schon 10 Uhr, das Ding schließt eigentlich um 10 Uhr, aber wir haben uns gerade noch reingesneakt und wir werden jetzt einfach ein kurzes, aber intensives Zirkeltraining machen. 2, 3, 4, 5, 6. 7. Oh, es wird ja richtig streifen. Die hier oben ist nur noch klein gesetzt, finde ich. Da freue ich mich jetzt richtig drauf. Danke dir. Cheers. Maha. Maha-Bierchen. Maha-Bierchen. Ja. Morgen auch Gespräch mit dem. Ja, ich hoffe, wir stoßen mit genau der großen Freude nach der Esporlo-Mann. Ja, noch mit größerer Freude. Ja, mit riesiger. Ja, cool. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen auf der Messe. Euch noch einen extrem schönen Tag. Macht's gut. Marius, Basti. Wie macht man das? Basti, Julian. Ciao. Ciao.